Oh, die hier, die ist auch eine Übertreiberin ihres Lebens. Wieso übertreibst du so? Warum übertreibst du so mit deiner Bearbeitung? Guckt euch das Bild links an und das Bild rechts. Gana boy say he want marry me. I hope say sabi kukuache. Hope your love goes sweet past the shit. Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Leider nutze ich heute Tageslicht und es ist leider schon am Untergehen. Ich werde mal die Kamera lieber so hier drehen. Wie ihr gelesen habt jedenfalls, geht es heute darum, dass ich habe ja in meinem letzten Video euch gezeigt, wie ich über Facetune meine Bilder bearbeite. Und die Idee hatte ich, nachdem ich auf so einer YouTube-Seite irgendwie, ich war auf YouTube und habe so durchgeguckt, so pipapo. Und dann war da so ein Typ, der halt so ein Video gemacht hat zu Instagram versus Reality. Und wir wissen ja, Reality ist immer ein bisschen anders als das, was die Leute auf Instagram so zeigen. Verstehe ich auch, deswegen habe ich auch das Video dazu gemacht, dass ich auch meine Bilder bearbeite. Aber es gibt halt Leute, die bearbeiten ihre Bilder zu hardcore. Okay, zu hardcore. Und darum geht es in diesem Video, weil eine Sache muss ich sagen. Ich mache dieses Video nicht, um Leute fertig zu machen oder so, aber ich möchte irgendwie auch den jüngeren Mädels zeigen, weil ich weiß ganz genau, auf meinem Kanal schauen sich die Videos auch junge Leute an, wirklich so 12-Jährige. Schauen sich meine Videos an und auch diese Menschen hängen auf Instagram herum und so und sie sollen einfach nur wissen, dass nicht alles, was auf Instagram gezeigt wird, der Realität entspricht. Versteht ihr? Achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr irgendwas fasziniert seid, das und das und das, weil eigentlich in Wahrheit ist es nicht alles echt. Ja, auf jeden Fall hat er dann den Link da gelassen und ich bin natürlich auf diese Seite raufgegangen, weil ich wollte das mir mal angucken und Leute, da sind Leute dabei, die faken ihr ganzes Leben. Ist ein Fake, so manches ist so hardcore fake, wirklich hardcore fake. Und darauf werde ich jetzt eingehen. Und zwar nennt sich die Seite Beauty.Fall. Die Seite hat auch schon 527.000 Follower. Wow. Und ja, ich werde euch hier irgendwo den Screen hin tun und dann verfolgt ihr mit. Ich gucke, also wir gucken uns halt einfach die krassesten Fakes an. Also die, wo man denkt so, warum übertreibst du so deine Rolle? Wieso übertreibst du jetzt deine Rolle? Die gucken wir uns an. Ich werde das Ganze hier aufnehmen. So, ich bin jetzt auf Instagram drauf gewechselt, weil ich hatte meiner Freundin das gesendet gehabt. So, da. Jetzt sind wir auf der Seite Beautiful. Und wie ich schon gesagt habe, die haben da diese 527.000 Abonnenten. Wow. Einfach krass. So, wir werden uns jetzt nicht mit dem ersten beschäftigen, sondern gleich das zweite. Und weil ich finde, das war eins, was mich einfach so mega schockiert hat. Leute, ihr seht es jetzt hier. Ihr seht, auf der einen Seite ist das bearbeitete Bild und dann daneben, wie sie wirklich aussieht. Allein, dass sie erstmal, finde ich, es nicht so, also ich finde, sie sieht sehr, sehr krank aus. Also sie sieht sehr krank aus, da kann man mir echt nicht erzählen, sie ist einfach nur dünn oder sowas. Sie sieht wirklich krank aus. Und jetzt swipe ich mal zur Seite, ihr seht, auf diesem Bild, man sieht hardcore, wie sie ihre Taille hart bearbeitet hat, aber so, das nächste Bild, ey, wow, sie hat eigentlich gar keinen Arsch so, aber auf dem ersten Bild, man denkt so. Deswegen, Leute, lasst euch nicht veräppeln von Instagram, von diesen Fotos, weil manche der Mädels übertreiben mit der Bearbeitung, ne? Hart, ey, die ist eine der größten Übertreiberinnen. Und OPs hat sie, glaube ich, auch schon gemacht, so mit ihrer Nase, Lippen sind gespritzt, glaube ich. Ich sag nicht, dass es schlimm ist oder so, es geht hier nur darum, dass ihr nicht immer alles glauben sollt, was ihr seht auf Instagram. Gerade nicht auf Instagram. Gerade nicht da. Also meiner Meinung nach, die sieht so echt magersüchtig aus. Allein ihre Arme, das sieht so schlimm aus. Und ich finde auf dem ersten Bild, man merkt eigentlich auch schon so diese Proportion zwischen so dünnen Ärmchen und doch Arschhaben ist ein bisschen, außer du hast halt Implantate drin oder sowas. Ja, dann. Aber eigentlich ist es auch nicht so ganz normal, so, Naja, auf jeden Fall, ihr seht ja das zweite Bild und, Also das ist eins der krassesten Sachen. Dann die nächste, der folge ich sogar auf Instagram. Und ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass auch sie so hardcore ihre Bilder bearbeitet. Seht es ja da unten, ihre Bilder. Guck mal, wie hardcore bearbeitet. Kann man so hardcore seine Bilder bearbeiten? Ich bearbeite auch mal meine Bilder und ich finde es in Ordnung, wenn ihr eure Bilder bearbeitet, bearbeitet sie. Aber ich sag immer, ich habe so eine Regel so. Obwohl, es ist eigentlich gar keine Regel, sondern wenn ihr so ein Bild habt, wo euch 5 Sachen extrem stören, zum Beispiel, extrem stören. Bearbeitet davon 2 oder 3, aber nicht alle.
Wenn ihr alle bearbeitet, dann wird man euch nicht wiedererkennen. Versteht ihr, meine ich? Wird man euch nicht wiedererkennen, weil es einfach zu viel bearbeitet ist. Okay, bei ihr, man erkennt sie eigentlich schon noch wieder, aber irgendwie auch nicht. Weil ich muss sagen, wenn ich die erste treffen würde mit der Figur, ich würde sie jetzt nicht verwechseln mit der anderen. Und sie macht extreme Bearbeitung. Und ich glaube, diese Art von Bearbeitung kriegt man hin, wenn man dieses Facetune 2 hat oder noch andere Photoshop und was weiß ich was. Weil das ist hart, 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 hart. Harte Bearbeitungsskills. Wow. Klar, man kann sich auch so gewissermaßen irgendwie hinstellen und posen und so. Aber das ist hier hart. Das ist hart. Und dann hier so ein Fail, Leute. Guckt mal hier. Als ich das gesehen habe, ich musste so totlachen. Die haben einfach sich Bauchmuskeln raufmachen lassen. Aber also irgendwie soll es sein, der eine zu dem anderen. Es sind zwei verschiedene Personen. Der andere hat die Bauchmuskeln von dem anderen übernommen und es ist haargenau dasselbe. Die haben einfach da rausgeschnitten und bei dem anderen raufgemacht. Das so, denkt ihr, wir sind dumm und erkennen das nicht? Ich finde das so witzig. Ich finde das voll witzig. Guckt mal jetzt, seht ihr das? Die haben die Apps da weggemacht, gedreht bei dem einen und noch. Und haargenau dieselben Apps. Wow, das ist einfach zu krass. So, die nächste. Hier, diese Claremont Twins. Alter Verwalter. Nein! Nein! Guckt euch mal das Bild an! Okay, die beiden, diese Claremont Twins, finde ich sowieso, die sind viel zu freizügig. Okay, das ist das eine. Ist egal. Guckt euch das Bild links an und das rechts. Oh mein Gott. Das rechts sieht so aus, als hätte sie hinten noch so eine Windel an, aber die Windel ist schon voll so. Ey, das sieht schlimm aus. Nee. Oh, die bearbeiten hardcore die Hüften. Und Leute, guckt mal. Wenn ich ranzoome, seht ihr, wie die Haare eine Welle schlagen? Guckt mal ganz genau hin. Daran sieht man, sie hat die Taille reingezogen. Hier auch. Aber sie hat es extrem gemacht. Ich mache das ja auch ab und zu so, aber nicht so extrem. Ihr habt es ja gesehen, auch bei meinem Bildbearbeitung habe ich auch ein bisschen so ein bisschen. Aber nicht so, dass es Hourglass ist, aber wo man gar nichts hat mit Hourglass. So, wow. Wow, also ich bin gerade richtig okay. Die zwei haben sowieso schon einige OPs hinter sich. Dies, das. Aber dass sie ihre Sachen so hart bearbeiten, wow. Seht ihr das da? Vorher, nachher. So, haben wir die. Wen haben wir jetzt noch? Der folge ich auch. Oh mein Gott, ich bin jetzt enttäuscht. Ich folge diesem Mädchen. Lemmy Beauty heißt die. Steht doch da nochmal. Steht Bad Ankle oder Photoshop. Ey, ihre Bilder sehen immer so krass aus, ne? Das ist niemals, also die sagen schlechter Winkel oder schlecht gephotoshop. Oh mein Gott. Ich bin jetzt gerade baff. Oder dieses Bild muss sehr alt sein oder ich weiß auch nicht. Wow. Das schockiert mich jetzt gerade. Das ist schade. Weil ich folge der und ich finde ihren Körper sowieso und ihre Bilder richtig krass. Sie ist auch ein bisschen zu freizügig. Okay, ich glaube, ganz Instagram ist zu freizügig. Aber bei ihr, wow, ich bin... Oh, die hier, die Leute. Die ist auch eine Übertreiberin ihres Lebens. Wieso übertreibst du so? Warum übertreibst du so mit deiner Bearbeitung? Guckt euch das Bild links an und das Bild rechts. Sie macht, als wäre sie so unnormal, unmenschlich dünn. Aber in Wahrheit, guckt. Warum? Guckt. Es ist schon so übertrieben. Sie ist schon so dünn, dass man eigentlich so sagt, oh mein Gott, sie ist eigentlich viel zu dünn und so. Aber okay, wenn sie halt nun mal so ist, dann ist sie so. Aber in Wahrheit ist es gar nicht so. In Wahrheit hat sie einfach sich so krass dünn bearbeitet. Okay, ihr Gesicht, naja, das interessiert mich nicht. Ah, hart, hart, hart. Die bearbeitet auch hardcore. Okay, ganz ehrlich, Leute, bei dem Bild mit Make-up, ohne Make-up. Mit Make-up kann man auch so viel hervorholen. Man kann mit Make-up so viel machen. Deswegen, da kann ich gar nicht so groß was sagen. Man kann natürlich mit Make-up nicht eine übelst große Nase übelst klein machen, das weiß ich auch. Und auch da machen manche Leute OPs, dies, das und so, sehe ich auch ein. Aber die lügt um ihr eigenes Leben. Wow, die bearbeitet auch hart ihre Bilder, aber hart. Peinlich eigentlich, wenn man so... Das ist so, man denkt, boah, voll dünnes Mädchen, voll krasse Figur. Und dann triffst du sie und gar nichts davon stimmt so. Ist ein bisschen zu viel so. Bearbeitet, aber übertreibt nicht so. Wer ist das jetzt hier? Keine Ahnung, wer das ist, aber die bearbeitet auch irgendwie hart. Oh, oh, oh. Das Bild ist hart, Leute. Guckt euch mal das Bild an. Oh mein Gott, links so Figur und so ist da. Rechts, da ist nichts. Wie geht das? Okay, die nächste. Oh, okay, das ist bearbeitet for life. Ist doch nicht derselbe Tag. Eine serbische Sängerin soll das sein. Oh mein Gott. Aber was ich nicht verstehe, man sieht euch doch live. So, warum bearbeitest du so hart? Man würde dich doch sowieso live sehen. Hey, Leute, seht ihr das? Okay, sie retuschiert hat, weil sie schon Falten und so hat.
Und vielleicht, weil die Sonne sie schon halt krass die Haut schon kaputt gemacht hat, so kommt es mir vor. Oh, nee, ey. Boah, die sieht auch echt schlimm aus. Okay, wow, wer ist die hier? Ein russisches Glamour-Model. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Alter, sie hat die Nase bearbeitet, sie hat die Lippen bearbeitet, sie hat die Augenpartie bearbeitet. Sie hat ihren Hals schlanker gemacht. Hallo? Ganz ehrlich, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Sollen diese Bilder von damals und früher oder früher, heute und damals? Ich verstehe nicht, weil du bearbeitest nicht so. Du bearbeitest dich nicht komplett zu einem neuen Menschen. Oder habe ich was missverstanden? Okay, sie bearbeitet hart. Okay, man sieht das auch. Also ich zoome mal jetzt ran, ihr seht das. An der Seite, das ist so eine Taille ist nicht mal möglich. Du kannst nicht so einen Vorbau und alles haben und so eine Taille ist schon, wäre so, ach, das Weltwunder oder sowas. So, warum übertreibst du so? Alter Verwalter, wow. Also die ist auch hart, harte Bearbeitung oder das eine ist früher und später, ich weiß es nicht. So, was gucken wir uns, oh, was ist die denn? Australian Model. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich persönlich finde links schon immer noch zu dünn. Aber rechts ist vorbei. Rechts ist vorbei. Wow. Ich weiß, diese ganzen Leute, Models, dies, das, sind auch nur Menschen und bla bla bla. Und darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, warum bearbeitet ihr so krass, wenn ihr wisst, ihr seht nicht so aus? Warum ist es so krass bearbeitet? Und dann das Problem ist, wenn die Leute zu viel ihre Bilder so bearbeiten und dann gibt es diese kleinen Kinder, die gar keine Ahnung haben. Die nehmen sich das dann hardcore als Vorbild. Oh, ich will auch so einen krass dünnen Hals. Mädchen, dieses Mädchen, da hat nicht diesen dünnen Hals. Das ist alles bearbeitet. Das ist alles bearbeitet. Photoshop lebt. Wow, ich bin so schockiert. Leute, ihr müsst mal auf diese Seite gehen. Ich werde sie auf jeden Fall unten verlinken. Ich will nicht, dass dieses Video zu lang wird. Wir haben uns jetzt ein paar angeguckt. Wenn ihr wollt, dass wir noch ein paar angucken, kommentiert dieses Video, damit ich noch mehr von diesen Leuten mir raussuchen kann, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Wie gesagt, Leute, kommentiert gerne unten. Und Leute, wie seht ihr das Ganze? Ist es okay, überhaupt die Bilder zu bearbeiten oder sollten wir anfangen, jeder die Bilder so reinstreamen, wie sie sind? Ich persönlich denke, es ist okay, aber es muss auch nach außen getragen werden und immer wieder gesagt werden, dass das Bild, die Dinge bearbeitet sind und sie nicht so sind. Ich sage nicht damit, dass die Leute, die bearbeiten, überall hinschreiben sollen, aber man sollte es halt auch nicht so übertreiben. Gerade die, die so übertrieben, die einfach, was weiß ich, wie aussehen und komplett irgendwas anderes machen, hört auf, zu viel zu machen, weil ihr blendet damit diese kleinen Girls, die noch nicht irgendwie erwachsen im Kopf sind und macht denen falsche Hoffnungen. Das will ich damit sagen. Ich würde gerne eure Meinung, Leute, dazu hören. Bitte kommentiert das unten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach auch immer. Peace!